Die dummen Leute, es geht los. Mit Assassin's Creed. Ich freue mich schon richtig. Naja, so doll jetzt auch wieder nicht. Aber naja. Enter drücken. So. Ja, Desmond. Das ist nicht meins. Das Spiel ist nämlich ab 16. Mein Bruder musste es mir kaufen. Und dafür hat er halt gesagt, dafür muss ich ihn spielen lassen. Ich nenne ab jetzt meine Projekte alle Let's Play, also wundert euch nicht. Ein mein Name Video ist Desmond halt Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Oder doch nicht. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Aha. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Händler. Der auf Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen finden. Sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Ja, dann werde ich mal. Aber ich schaffe es nicht allein. Oh. Vielleicht muss ich es auch nicht. Vielleicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Ja, nur weil sie die Aber sie ist fort. Hat. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Oh, sie ist eine Geschichte. Das mag ich, meine Freunde. Wir sitzen hier im Laderaum. Und... Emma! So, wir sitzen hier im Laderaum. Oder wo das auch ist. Wir können uns umgucken. Das gefällt mir. Wir werden überwacht. Rote Zahlen. Was ist das? Ein Fingerabdruck oder was? Können ja nicht mal so schreiben, dass man es selbst auch lesen kann. Gott. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los. Die war auf dem Pott, siehst du nicht. Die hat Blut. Die hat Periode. Junge. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist Rein alles okay? Da. Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Quickie. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in Voll den Animus. Voll die Hackfresse. Okay. Gott. Liebe Beeilung, Desmond. Okay, ich mache ja schon ganz ruhig, Frauen und ihre Panik. Jetzt kommt ein weißes Bild. Geh nicht ins Licht, Desmond. Geh nicht ins Licht. Sabine 17, Desmond Miles. FPS-Anzahl ist auch mal wieder im Keller. Jetzt sie mehr. Subjekt 16, vertraulich. Subjekte. Sucht nach relevanten Erinnerungen. Sucht nach Erinnerungszuordnung. Oh, so schnell kann ich auch nicht lesen. Gott. Ah! Die Arme. Achso, du bekommst ein Kind. Achso, ich dachte gerade schon. Spinge. Achso, ich habe vergessen. Nochmal. Es könnte sein, dass ich Untertitel anschalte, weil ab und zu wird hier Spanisch gesprochen, glaube ich. Aber kann ich, oder Italienisch, denke ich. Ich kann es ein bisschen übersetzen, weil ich Latein habe. Es ist ein Junge und er ist voller Blut und er hat eine Nabelschnur. Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Ich war in der Bank, ich habe gerade eine Bank überfallen. Bin ich zu spät? Gib den mir. Mein Giovanni. Schatz, meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Sprich mit seinem Du bist ein Kämpfer. Ich bin ein Kämpfer. Also, kämpfe. Tue ich doch.
Bam. 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 Oh, fuck it. Ich hab schon alles gedrückt. Achso, da. So. Ich hab's gerade nicht gefunden. Wo ist diese die Taste. Okay, ich hab sie gefunden. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Jetzt kommt Ezio. Ezio. Nenn ihn doch gleich Ezio Emo. Ezio Auditore da Firenze. Nenn ihn doch gleich Emo. Ezio Auditore da Firenze. Dividier Emo von Auditore. Ganz einfach. Weiß der Gegend nicht. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Ma, warum habe ich immer so eine niedrige FPS-Anzahl, wenn ich aufnehme? Immer wenn ich, keine Ahnung, so zocke und das da zufällig da auch ist, ne? Da habe ich FPS-Anzahl von 50. Oder manchmal sogar... Und wir kommen hier wirklich raus? Ne. Macht ja irgendwie Sinn, hat ne? Echt abgefahrene Innenarchitekten. Gott, immer diese Scheiße. Bleib bei mir. Tut mir leid, Leute. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall ja, im Forschungstrakt. Ist klar. Rockwald. Glaswände. Schick. Ja, du bist auch nicht. Hier da sind sie. Da sind Lass sie nicht entkommen. Bam, ich weiß, man schlägt keine Frau, ja? Obwohl, ich muss mich ab und zu auch gegen Frauen wehren. Heilige Scheiße. Nicht treten? Nein. Komm, Desmond. Und ich werde angerufen. Wir sehen uns dann gleich. Das an. Wir sehen uns. So, Leute, weiter geht's. Ja, nee, ist klar. Komm, mache ich Flaps an, also aufnehmen. Dann sinkt die Zahl von 45 auf 20. Das gibt's nicht, oder? Das gibt's nur hier. Oh, nee. Oh, nee. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was Warte meinst mal, du, wie Leute. Ich deine nächtliche... Leute, ihr habt nichts verpasst. Sie hat nur gerade gesagt, dass sie... seine nächtlichen Aktivitäten versteckt hat und er hat gesagt, du bist gut. Und da habe ich mich halt richtig weggelacht. Nächtliche Aktivitäten, ich weiß, ihr wisst, was sie damit meinte. Also weiß sie ja eigentlich wie. Ne? Und ja, da spielen wir einfach mal weiter. Jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. So, hier können wir nicht rennen. Vorsicht. Okay, Vorsicht. Also ehrlich, mir gefällt die Spiel, das Spiel in diesem... Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Also komm als, mit mir. Boah, lass mich jetzt doch mal reden. Offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ich möchte ungern kämpfen. Ich mag's mehr als Assassine oder wie das heißt zu spielen, beziehungsweise in diesem Animus? In diesem Animus zu sitzen. Moment. Und ja. Was zur? Wie viele gibt's denn davon? Warte. Gott, heutzutage Animusse kann man nicht, oder Anime? Nicht mehr auf. Was denkst du, Lucy? Oh, ich muss Lucy, noch mal weg. Wofür brauchen? So, ging ganz schnell. Gut, für mich gerufen. Wie so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Aha. Smoya, hör mal auf die Bitch. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Ah. Ich weiß nicht, das ist Scheiße. Zwei. Komm schon. Ja.
Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, Alter, sie sind nur ein Teil des Problems. Die gucken mich ja gar nicht wenn an. Wir da sind. Guck mich an, wenn du mit mir redest, Bitch. Oh, ja. Ich will fett umrampeln. So, jetzt sollen wir die schlagen. Liegen gerne, da ich unendlich viel Leben habe. Nein, vergiss. Ich habe unendlich viel Leben. Nimm das, Bitch. Aha, schluck dies, schluck das, schluck dies. Ey, die Vibe, du brauchst mir nicht zu helfen. Ich habe unendlich Leben, ja. Ja. Ein nach dem anderen hau ich ihn jetzt weg. Steh auf, Bitch. Steh auf, Bitch. Steh auf, Bitch. Bam, in die Fresse. Bam, in deine Fettfresse. Na komm, steh auf. Los, komm, steh auf. Alter, ist die schnell. Schwede. Los, steh auf, Bitch. Wir kämpfen. Ich will was kaputt machen. Na, scheiße. Nein. Zu deinem Lass eigenen Schutz. Von der Frau was sagen. Wir sind fast da. Er scheint sich nicht sehr wohl zu fühlen im Kofferraum. Kellerkind halt. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Ja, die Frau ist auch gefahren. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Alles klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Erdenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen... Oh Gott. Sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Red nicht so viel Laufschuhe mehr, Bitch. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wenn du so lange brauchst, um eine Treppe hochzulaufen, du wirst einer von uns. Was? Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal. Manchmal noch nicht mal. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt Geil. In ein paar Tagen. Bin ich in die Treppen hochgelaufen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Und ihr T-Shirt ist total wet. Kann man das davon auch sehen? Nein. Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Sie Vertrau mir. Dich. Vertrau okay? Dir. Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich hab die